Wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten oft über sie berichtet. Martha saß für 3 Monate jetzt in Kambodscha fest, denn sie hatte einen Rückholflieger der deutschen Regierung verpasst, kam also aufgrund von Corona nicht mehr zurück nach Hause. Gestern dann endlich die Landung in Frankfurt und natürlich waren wir auch dieses Mal wieder dabei. Martha ist wieder aus Kambodscha zurück. Die 38-Jährige saß wegen Corona fast 3 Monate dort fest. Hi, mein erstes Zwischenziel habe ich gerade erreicht. Ich bin am Flughafen in Seoul gelandet und bin sehr froh, dass mir nur noch 11 Stunden übrig bleiben, Flugzeit, um nach 3 Monaten endlich wieder nach Hause zu kommen. Die zurückliegenden Wochen verbrachte sie in einem Hotel auf der Trauminsel Korong Samleam. Ist gleich einer Insel von Robinson Crusoe, so kommt man sich vor. Die Flughäfen in Kambodscha und Seoul waren so gut wie menschenleer, die Flieger der Gestrandeten aber nicht. Heute sind auch von Phnom Penh lediglich 2 Maschinen gestartet in einem Zeitabstand von 15 Minuten und beide Maschinen sind nach Seoul geflogen. Meine Maschine war komplett ausgebucht und 95% der Passagiere waren gestrandete Europäer, die nicht rechtzeitig aus Kambodscha rausgeschafft haben, so wie ich. Zu den Corona-Vorkehrungen am Flughafen in Phnom Penh gab es standardmäßig Fiebermessung und Desinfizierung der Hände. Das war es eigentlich schon. Auf dem gesamten Flug herrschte Maskenpflicht. Den Rückflug hat Martha sich selber organisiert. Ich habe tatsächlich auch nach der Rückholaktion nicht um Hilfe gebeten durch die Regierung, weil ich wusste, wie die Antwort dann aussieht. Und alles, was den Rückflug betrifft und so weiter, habe ich tatsächlich meinen Freunden zu verdanken, die sämtliche Botschaften in 2 Sprachen, in 2 Ländern alle abtelefoniert haben und regelmäßig geguckt haben über Flighttrack, ob die Flieger tatsächlich landen und starten. Bei der Einreise nach Deutschland gab es dann nicht einmal tiefergehende Kontrollen oder Informationen wegen dem Coronavirus. Ich bin hier ganz normal durch Zoll durchgegangen. Es wurde zwar Fieber gemessen, aber es wurden keine Kontrollen, kein Gesundheitsamt, kein gar nichts. Ich habe nur Informationen, ob ich jetzt in Quarantäne muss oder sonstiges, weder jetzt hier von der Regierung oder sonst noch von irgendjemandem. Ich habe natürlich im Vorfeld einen Arzt von mir kontaktiert und der hat eigentlich gesagt, ich brauche nichts zu tun, nichtsdestotrotz, um meine Freunde und meine Familie endlich mal in den Arm nehmen zu können, werde ich natürlich ein bisschen Quarantäne machen und einen Corona-Test, damit ich alle bald wirklich drücken kann und auch knutschen kann. Und darauf freue ich mich sehr. Nach Brandenburg, dem Zuhause der Managerin, ist es jetzt vergleichsweise nur noch ein Katzensprung. Martha kann es kaum erwarten. Tatsächlich träume ich seit Tagen nur noch von einem richtig, richtig guten Steak.